Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme. Guten Tag, hier spricht Hermann Ramstedt und ich lese aus meinem aktuellen Roman Die Abenteuer meines ehemaligen Bankberaters, erschienen im Dumont Verlag. Im Roman gibt es zwei Erzählstränge, die sich im Buch sehr penibel abwechseln. Für diese kleine Lesung hier werde ich sie voneinander trennen. Ich beginne mit so kleine Miniaturen, sehr kurze Episoden, die den titelgebenden ehemaligen Bankberater beschreiben. Dass ich ihn weniger als meinen Bankberater sehen solle, sagte mein ehemaliger Bankberater bei unserem ersten Termin, sondern vielmehr als etwas anderes. Dann überlegte er lange, was das sein könnte. Wir schauten beide aus dem Fenster, in die einsetzende Dämmerung, den dünnen Regen. Hin und wieder trafen sich unsere Blicke in der Scheibe und mein ehemaliger Bankberater lächelte mich an. Oder doch einfach als Bankberater, sagte er schließlich. Im Grunde sind das alles nur Zahlen, sagte mein ehemaliger Bankberater und zeigte zur Verdeutlichung auf einige davon in den Broschüren, die er immer großflächig vor mir ausbreitete. Ob ich wisse, dass die erste Zahl, die man damals vor tausenden von Jahren entdeckt habe, die 3 gewesen sei, ausgerechnet die 3, sagte er, stellen Sie sich das einmal vor. Er schloss die Augen und tat es dann allem Anschein nach selbst. Es schien eine schöne Vorstellung zu sein. Er sah glücklich aus. Auf dem Schreibtisch meines ehemaligen Bankberaters stand ein kleiner Keramikelefant mit erhobenem Rüssel. Ein Erinnerungsstück, erklärte er mir, als er sah, dass ich das Tier betrachtete. Woran, fragte ich, und mein ehemaliger Bankberater zögerte nur kurz. An einen Elefanten, sagte er. Mit Immobilien liege man eigentlich nie verkehrt, sagte mein ehemaliger Bankberater. Alles kommt und geht, Immobilien bleiben, sagte er, und dass, wenn von uns einmal nichts mehr übrig sei, die Immobilien auch wunderbar allein zurechtkämen. Dann haben sie endlich ihre Ruhe, sagte er, und seine Finger strichen dabei über die Wand neben ihm, als wollte er sie vertrösten. Als erstes schenkte mein ehemaliger Bankberater uns beiden immer einen Kaffee aus seiner roten Thermoskanne ein. Kunde stand mit Filzstift auf meiner Tasse geschrieben, auf seiner stand ich. Er selbst schenkte sich im Laufe des Termins noch mehrmals nach, bei mir war das nie nötig. Dass ich ja noch gar nicht ausgetrunken hätte, sagte er am Ende und füllte den Rest sorgsam in einen Plastikbecher um. To go, sagte er, und ich stand dann auf der Straße zwischen Hunden und Menschen, in der Hand den längst erkalteten Kaffee, und der Rest des Tages schien mir auf einmal lang, sehr lang. Ich begleite Sie noch ein Stück, sagte mein ehemaliger Bankberater, manchmal nach einem Termin am späten Nachmittag. Meist brachte er mich dann bis zu meiner Haustür und verabschiedete sich mit einem schüchternen Winken. Also dann, sagte er. Wenn ich später durch die Gardinen des Schlafzimmerfensters schaute, sah ich ihn immer noch da stehen, in der linken Hand seine Aktentasche, in der rechten Hand nichts, reglos, als wollte er mit dem Straßenbild verschmelzen, aber das Straßenbild nicht mit ihm. Eine Altersvorsorge könne er mir nicht guten Gewissens empfehlen, sagte mein ehemaliger Bankberater. Überhaupt Vorsorge, sagte er, als ob man die Sorgen so einfach in das Licht führen könnte, als ob man weniger Sorgen hätte, wenn man sie einfach nach vorne verlegt. Er sah mich aufgebracht an. Den Sorgen selbst ist es reichlich egal, was für eine Art von Sorge sie sind, ließ er mich notieren, dann ließ er es mich doppelt unterstreichen. Bei einem unserer Termine hatte mein ehemaliger Bankberater ein kleines Stoffkrokodil dabei. Er sprach an diesem Tag mit verstellter Stimme und bewegte dabei den Kopf des Krokodils hin und her. »Was das denn bitte solle?«, fragte ich ihn. Er schaute das Krokodil an, das Krokodil schaute ihn an, dann entschuldigte er sich bei mir. »Nur ein Versuch«, sagte er, »und ob es dann verkehrt sei, ab und an einfach mal etwas zu versuchen?« »Nein«, sagte das Krokodil. Die Briefmarkensammlung meines ehemaligen Bankberaters bestand aus einer eingerissenen 55-Cent-Marke und einem Aufklebetattoo. »Ihm fehle einfach die Zeit«, sagte er, »und die Lust«, sagte er, »und die Briefmarken«, sagte er. Es gibt so viele Dinge, sagte mein ehemaliger Bankberater anerkennend, als wir gemeinsam einkaufen waren. Erdbeermarmelade gäbe es, Zahnbürsten, Geschenkpapier, es gäbe Zitronen, es gäbe stilles Wasser, es gäbe Glühbirnen. Wir sind nicht allein, sagte er, legte eine Packung Salzstangen in den Einkaufswagen und man sah ihm an, wie gern er sich dazulegen wollte. So viel vielleicht erstmal zum Bankberater. Der zweite Erzählstrang in dem Roman besteht aus E-Mails, die ein Autor namens Tilman Ramstedt an den Hollywood-Schauspieler Bruce Willis schreibt. Tilman Ramstedt schreibt immer Mails, Bruce Willis antwortet nicht und Tilman Ramstedt macht sich immer mehr Sorgen. Sehr geehrter Herr Willis, bestimmt mache ich mir zu viele Gedanken darüber, warum Sie mir nicht antworten. Wahrscheinlich sind Sie nur gerade umgezogen und Ihr Internet ist noch nicht installiert. Vielleicht bin ich aus irgendeinem Grund in Ihren Spam-Ordner geraten oder Sie haben mir längst schon geantwortet, vielleicht sogar schon mehrmals, aber haben meine Adresse falsch gespeichert. Irgend so etwas wird es sein, Herr Willis, und das ist sehr beruhigend.
Manchmal befürchte ich nämlich, dass sie mir nicht antworten, weil es ihnen noch schlechter geht als gedacht. Heute in den Wartezimmern, Nachjustierung, Knirscherschiene, seltsames Jucken am Hals, allgemeines Unwohlsein, hoffte ich, irgendetwas Neues über ihren Zustand zu erfahren, aber in keiner der Zeitschriften wurden sie erwähnt und das bereitete mir gleich noch größere Sorgen. Gehen Sie überhaupt noch vor die Tür, Herr Willis? Gehen Sie überhaupt noch ans Telefon? Lesen Sie noch Ihre Mails, Herr Willis? Waschen Sie sich noch regelmäßig? Ihr Tilman Ramstedt. Sehr geehrter Herr Willis, Sie müssen sich nicht schämen, glauben Sie mir, ich kenne diese Tage gut, an denen man einfach keine Mail schreiben kann, an denen es einem sogar unvorstellbar scheint, jemals wieder eine Mail zu schreiben, jemals wieder den Müll runterzubringen, sich jemals wieder zu rasieren, jemals wieder einen vollständigen Satz zu sprechen, ohne ihn irgendwo kurz nach der Mitte versickern zu lassen, weil einem das Konzept Satz, das Konzept Sprechen, das Konzept sich angeregt unterhalten auf einmal so wahnsinnig fremd erscheint. Fast genauso fremd wie das Nachmittagsprogramm im Fernsehen, dass man dennoch weiterschaut, auch wenn man sich sagt, dass man noch eine Chance hätte, wenn man es genau jetzt ausschalten würde, genau jetzt. Und das ist doch wirklich machbar. Aber dann lässt man die Chance verstreichen und es tobt nur noch leise in einem, weil man keine Chance mehr will, weil man nicht noch einmal hoffen will, um dann doch wieder zu scheitern in ein paar Stunden am nächsten Tag, der nächsten Woche, das ist fast egal. Ich kenne das wirklich gut und ich weiß, wie wichtig dabei kleine Schritte sind. Bringen Sie zunächst einmal einen Joghurtbecher hinunter. Wenn Sie es nicht bis zur Mülltonne schaffen, genügt es für den Anfang, ihn bis zur Haustür zu bringen. Unterteilen Sie Ihr Gesicht in mehrere kleine Abschnitte und rasieren Sie zunächst einmal einen davon, zum Beispiel die rechte Schläfe. Schreiben Sie keine ganze Mail, sondern nur ein Wort. Schreiben Sie mir ein Hallo oder wenn Ihnen das zu mühsam erscheint, ein Hi. Das ist möglich, glauben Sie mir. Sollte das aber trotzdem noch zu schwierig sein, verzweifeln Sie nicht gleich. Schreiben Sie mir gar nichts, antworten Sie einfach mit einer leeren Mail, auch das ist ein erster Schritt. Sie müssen ihn nur machen, so schnell wie möglich. Lenken Sie das Zögern mit irgendetwas ab. Sie schaffen das, Herr Willis, ich glaube an Sie, Ihr Tilman Ramstedt. Sehr geehrter Herr Willis, bitte verzeihen Sie. Ich wollte Ihnen in meiner letzten Mail nicht zu nahe treten. Natürlich können Sie den Müll runterbringen. Sie sind schließlich Bruce Willis. Und Bruce Willis kann mit Leichtigkeit jederzeit den Müll runterbringen, säckeweise. Und natürlich können Sie in vollständigen Sätzen sprechen, auch wenn Sie das gar nicht nötig haben. Ich wollte Ihnen gewiss nichts unterstellen. Natürlich können Sie auch Mails beantworten, mit links, mit rechts, beidhändig, nur meine anscheinend nicht. Und dafür gibt es bestimmt eine einleuchtende Erklärung, die mir allerdings gerade nicht einfällt. Aber Sie werden mir das schon erklären und dann lachen wir über meine übertriebenen Sorgen. Zumindest ich werde lachen. Sie lachen ja bekanntlich nie. Das würde Ihnen auch gar nicht stehen. Sie sind Bruce Willis. Vielleicht haben Sie das kurz vergessen und ich bin hier, um Sie daran zu erinnern. Ich bin hier, um sicherzugehen, dass Bruce Willis noch Bruce Willis ist und nicht irgendein blasser Schatten seiner selbst. Los, zeigen Sie es mir, Ihr Tilman Ramstedt. Sehr geehrter Herr Willis, vielleicht ist Ihr Schweigen Beweis genug. Bruce Willis antwortet schließlich nicht auf besorgte Mails von irgendwelchen angeblichen Schriftstellern, ganz gleich wie erfahren mit unglücklichen Figuren, die sein mögen. Bruce Willis kann auch nichts mit der Frage anfangen, wie es ihm geht. Wie soll es ihm schon gehen? Bruce Willis geht es immer gleich. Bruce Willis ist skeptisch, ohne verbittert zu sein. Bruce Willis will nur seine Ruhe und muss stattdessen ständig irgendetwas retten, mindestens die Welt. Und er ist nur deshalb so gut darin, weil es nichts als eine lästige Pflicht ist, die es möglichst schnell hinter sich zu bringen gilt. Bruce Willis weiß aber auch, dass in Wahrheit die Welt ihn rettet, mit ihrer ganzen Unvollkommenheit, ihrer Hilfsbedürftigkeit. Er weiß, dass nichts schlimmer wäre als die Ruhe, nach der er sich so sehnt. Und deshalb wäre eine Antwort von Ihnen der erschreckende Beweis dafür, dass Sie auf keinen Fall mehr der alte Bruce Willis sind. Der hätte nämlich gar keine Zeit zum Antworten. Der hätte gar keine Hand frei, weil er Revolvergriffe und Dynamitstangen, Motorradlenker und Hubschrauberkufen umklammert. Der alte Bruce Willis verbindet sich gerade notdürftig eine Schusswunde. Der alte Bruce Willis befreit ein verletztes Kind aus einem im Fluss versinkenden Auto. Der alte Bruce Willis sagt irgendeinen kurzen Satz, wenn andere nur schweigen und schweigt, wenn andere lange Sätze sagen. Also hoffe ich für Sie, dass Sie mir weiterhin nicht antworten. Sie sind also noch ganz der Alte, gut zu wissen, Ihr Tilman Ramstedt. Sehr geehrter Herr Willis, jetzt, da wir alles geklärt haben, will ich gar nicht mehr viel von Ihrer Zeit stehlen und gleich zum Punkt kommen. Ich würde Ihnen gern eine Rolle in meinem neuen Buch anbieten. Wenn Sie noch der alte Bruce Willis sind, wird das eine Kleinigkeit für Sie, ein Spaziergang. Dann sind Sie noch vor dem Frühstück damit fertig. Und falls Sie sich doch kurz aus den Augen verloren haben sollten, ist das genau die Herausforderung, nach der Sie suchen. Es würde Sie wieder an Sie erinnern. Also, Herr Willis, sagen Sie selbst, ist das nicht eine klassische Win-Win-Situation? Ihr Tilman Ramstedt.